warum denn eigentlich auch nicht? Genau, ich mache das so. Ich baue hier den Weinberg, führe die Straße außen rum und schließe dann das Feld wieder an. Da kenne ich ja gar nichts. So, und eigentlich könnte man jetzt, damit das ganz elegant ist, gucken wir mal, ob wir hier die Straße irgendwie noch rumführen können. Vielleicht so. Ich glaube nämlich, dass man hier sowas wie die Logistik noch hinpacken könnte. Genau. Und die obligatorischen zwei Parkplätze. Perfekt. Ja. Genau so dachte ich mir das. Aber es wird nicht reichen. Sagte ich doch. Reicht nicht. Und wenn es nicht reicht, bedeutet es, ich muss noch mal eine Weinfabrik bauen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass mir dieses Ding hier gerade ganz großes Dorn im Auge ist. Denn es passt hier gar nicht hin. Was war es eigentlich? Das ist Sonnenblume. Sonnenblume? Achso, das waren die dazugehörigen Fabriken. Die standen gleich da vorne und davor. Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich könnte, wenn die Straße um 1 verlegt werden könnte. Dann macht sie hier so einen blöden Knick. Naja. Was soll man machen? Wenn es nicht anders passt, wird es halt passend gemacht. Das habe ich heute, glaube ich, schon mal gesagt. So. Ne? Genau. Und dann kann ich hoffentlich hier oben nochmal so eine Weinfabrik. Einfach mal ran. Null. Null ist super und wird doch nicht ausreichen. Und kriegt daher noch eine. Genau. So dachte ich mir das. Und schon habe ich plus alles im grünen Bereich wieder. So wie es sein soll. So, ein bisschen Mikromanagement ist das heute. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie viele Administratoren haben wir denn? 40.000. Nein, Investoren. Entschuldigung. Ich bin ja auf der Jagd nach 50.000 Investoren. Und das bedeutet im Umkehrschluss. Behälter, das Betriebsklima. Ja, es ist alles super hier in meiner Stadt. Ich bemühe mich ja auch, dass alle zufrieden sind. Leidet unter inadäquater Warenversorgung. Es sei denn, es ist wie immer, wenn ich irgendwo ein einziges Haus befördere, bricht natürlich irgendwas anderes weg. So, das ist Maximum ausgebaut, das ist ebenfalls komplett ausgebaut. Das ist natürlich jetzt nicht so gut, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, denn ich brauche an intelligenter Kleidung. Intelligente Kleidung passt nicht mehr auf die Karte. Ja, jetzt ist das natürlich passiert, was ich befürchtet habe, dass es irgendwann passiert. Ich könnte hier jetzt noch ein einziges dieser Dinger hinstellen, aber wenn ich das jetzt mache, dann... Also es bringt mir jetzt vorübergehend was, ja. So richtig gut ist es natürlich nicht. Und die Mikrochips sind jetzt im Keller, genauso hier oben diese Fabrik, die muss auch ausgebaut werden. Zack und zack. Das hat schon mal funktioniert, aber die Mikrochip-Fabrik passt, glaube ich, hier oben nicht mehr. Ich wusste es. Ich wusste, dass die Mikrochip-Fabrik hier oben dann nicht mehr geht. Das bedeutet, die muss woanders hin. Jetzt ist bloß die Frage, wohin? Ah, ich vermute, dass das hier auch nicht gehen wird, was ich denke. Na, gucken wir mal. So, da nochmal. Ja. Das bringt mir gar nichts. Weniger als nichts. Auch hier würde es nicht passen, weil sie einfach zu breit ist. Wo es gehen würde, wäre hier unten. Ist aber natürlich ganz doof. Es sei denn, ich baue sie... Oh, nee, das geht gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Ich muss mindestens eins freilassen. Also so. Dann gucken wir mal, ob wir die dann in die Länge ziehen können. Können wir.
Warum sage ich, ist doof? Na, ganz einfach. Wenn ich jetzt hier noch erweitern möchte, dann wäre es schön, wenn das natürlich nicht hier unten wäre. Denn ich befürchte... Ja, ich wusste es. Es blockiert sich. Es blockiert sich hier alles. Deswegen müssen wir es nochmal umändern. Das geht so nicht. Das geht so gar nicht. Was natürlich aber geht... Also, ich muss das hier nochmal schieben. Ich denke, ich kann das nach oben schieben, ne? Na, gucken wir mal. So, als Block. So, und wenn ich dann nämlich die Erweiterung, die müsste dann hier unten so halb passen. Sieht natürlich nicht gut aus. Wäre aber die letzte Erweiterung beim Essen. Momentan ist sie noch nicht nötig, okay. Dann machen wir es so. Ich mache es erstmal so. So richtig zufrieden bin ich mit der Aktion natürlich nicht. Besonders, weil es hat nicht gereicht. Ich gerade sehe, das hat nicht gereicht. Da kam ein Minus. Na gut, dann müssen wir es noch unförmiger machen. Und das, wo ich es doch eigentlich so symmetrisch schön finde, immer, ne? Also, ich bin ja eigentlich einer, der in Blöcken baut. Und... blockunförmig. Finde ich ja nun mal ganz ekelhaft. Jetzt habe ich aus Versehen das alles abgerissen, was ich erweitert habe. Na, komm. Müssen wir das nochmal bauen. So ungefähr. Zack. Und natürlich das um eins schieben. Ich glaube, das müsste so sein. Ne, es muss sogar noch eins geschoben werden, wie ich gerade feststelle. Ich komme hier nicht rum. Muss ich sagen, manchmal finde ich das ein bisschen unlogisch. Mal kann er auf so einen Ecken bauen, mal kann er nicht auf solchen Ecken bauen. Also das hätte man ein bisschen einheitlicher machen können. Huch. Entschuldigung. Ich habe mich gerade auf der Minimap verklickt und plötzlich war das Programm weg. Also die Kamera an einer anderen Stelle. War keine Absicht. Wirklich, war gar keine Absicht. So. Okay, dann habe ich jetzt hier unten immer noch das Erweiterungsproblem, denke ich. Hm, es passt nicht. Es passt gerade ganz und gar nicht. Muss dann eben anders sein. Dann müssen wir das hier so als halbe Einbahnstraße bauen. Dann halb so und dann kann ich nachher hier halt auch noch die Erweiterung bauen. Also richtig schön ist das nicht. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir gar nicht. Da muss ich jetzt mal überlegen, wie ich da eine Lösung hinkriege. Ganz ehrlich, das gefällt mir sonst gar nicht, die ganze Art hier. Es muss doch einen Weg geben, das schöner anzuschließen, also. So, komm, dann machen wir nochmal. Machen wir hier nochmal, so. Also dahin, dahin, dorthin. Rein theoretisch passt dann noch einmal im Hintergrund. Muss auch einmal angeschlossen werden. Es muss auch einen Weg geben, dass das schön aussieht, ungefähr so. Also, das sei ja... Was hatte ich mir dabei gedacht? Also, wirklich, ganz ehrlich. Und am perfektesten wäre es sogar noch, wenn wir das umdrehen könnten. Also die Erweiterung nach oben und die Produktionsstätte nach unten. So dachte ich mir das. Das sieht für mein Auge gut aus. So, was fehlt? Silizium. Und Biopolymere, die irgendjemand mal wieder liegen gelassen hat. Und Silizium ist leider schon ausverkauft und maximal aus, ja, abgegradet, ausgebaut. Das bedeutet, heute gibt es hier kein Silizium. Gibt es nicht mehr. Was natürlich für mich bedeutet, Silizium wird jetzt hier abgebaut. Und kriegt da oben mal eine kleine Zufahrtsstraße. So, und natürlich wie immer, Silizium ist auch eine Mangelgeschichte. Bauen wir mal ein bisschen hoch. Denn momentan geht es noch. Das Plus-Logo da oben, das gefällt mir in der Art.
da habe ich noch nicht so das Bedenken. Und noch ist überall im grünen Bereich. Dann kann ich weiter ausbauen, denke ich. Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Machen wir gleich. Bevor ich das mache, lasse ich hier den nächsten Block aufsteigen. Und dann kann ich hier hoffentlich auch noch ein bisschen befördern. Es sind immer so ganz kleine Stückchen, die ich hier mache, ne? Immer wenn ein paar Gebäude hochgehen, dann muss ich eben ein bisschen ausbauen. Und jetzt kommen wir an dieses wunderbare, Industrieviertel. Gut, na dann bauen wir mal aus. Ich weiß, das ist jetzt nicht so schön, was ich hier machen muss, aber es geht nicht anders. Denn irgendwie muss ich hier die Erweiterung hinkriegen. Und die kriege ich halt nur hin, wenn ich das Ganze mal ein bisschen verlagere. Denn ich muss hier ein Modul mehr. So. Und dann müssen wir hier, ich glaube, das ist die Fabrik. Ja, die muss dann gleich erweitert werden. Kleinen Moment. Erstmal bauen wir die Straße wieder so, dass sie vernünftig ist. Wobei vernünftig ist relativ. Ich glaube, das geht so gar nicht, was ich will. Doch geht. Passt genau. Na, perfekt. Ziehe ich hier rüber. Ja, und dann, wie immer, wenn ich sowas mache, wird. Ich muss mal kurz überlegen, ob ich vielleicht hier das Ding mal drehen kann. Sieht das nicht schöner aus, wenn es so ein bisschen gedreht in der Gegend steht? Ja. Sieht schön aus, ne? Und dann packen wir hier nochmal ein Dings hin. Eine Anzeigetafel, die von ein paar Blumen umgeben ist. Und dahinter tausende Parkplätze. So. Denn ich muss hier nämlich ein bisschen was abreißen. In der Mitte alles bitte mal weg. So, das müsste eigentlich schon reichen, um hier ein... Nein, reicht nicht. Schade. Gut, dann müssen wir die beiden auch noch wegnehmen. Das müsste jetzt reichen. Genau, jetzt reicht's. Dann kann ich hier nämlich dieses Ding... Dann haben wir auch wieder eine Plus-Produktion. Sieht gut aus. So, das Ding ist auf Maximum ausgebaut. Das ebenfalls. Das wird also nicht besser. Okay, ich sehe gerade, dass die bionischen Erweiterungen leider im Minus gelandet sind. Da kümmere ich mich doch gleich drum. Erstmal gibt es Parkplätze. So. Ich glaube, dann haben wir das auch geregelt. Gut, es sind ein paar weniger Parkplätze als vorher, aber seien wir mal ehrlich, die Leute können hier immer noch parken und das ist mehr, als man in manch einer Innenstadt eigentlich erwarten kann. So, und jetzt kommt der Part, die bionischen Implantate, bevor ich die vergesse. Die wohnen hier nicht, die wohnen hier hergestellt, genau. So. Und ich habe sogar, noch eine Überproduktion. Nein. Nein. Null. Aber ganz ehrlich, mir gefällt das nicht, dass da wirklich eine Null bei rauskommt. Ich mache mal kurzzeitig eine Plus 1 in Cap Amber. Die ja so nicht einfach einstellen kann. Also machen wir es so. Und dann gehe ich mal kurz auf den Mond. Jeden Credit und jede Kiste mit Waren gebrauchen. Ja, auf meinem Camp, wenn Sie etwas entbehren können. Natürlich, ich komme da gleich hin. Aber erst gucke ich mal ganz kurz. Eine neue Stufe erreicht. Willst du sehen? Ja, mache ich gleich. Erstmal wichtiger ist die Sache hier, ne? Ja, da. Und ich brauche immer noch seltene Erde. Habe ich genug? Also kein Problem. Graden wir einfach ab.
freuen uns darüber, dass jetzt eine Plus-Minus-Null rauskommt. Ach ja, ich kann mich wieder daran erinnern. Die Dinger musste man ja in Massen bauen. Massenproduktion. Ne? Ein bisschen Massenproduktion ist immer gut. Nur passt das leider nicht mehr in die Planung. Meine Freunde, wir müssen da mal ein bisschen erweitern. Bauen wir da lang. Ja, wir bauen jetzt hier so runter. Jetzt haben wir hier plus 1. Ist nicht wirklich gut. Aber was soll's. So, die geheimnisvolle Frau. Sie hat nach uns gerufen. Und wenn sie ruft, dann antworten wir mit Hallo. Schritt 1 von 6. Der Butler sieht alles. Ich habe ein großes Event zum Jahrestag geplant. Dadurch wird unser Hotel richtig bekannt. Wir müssen die Belegschaft um Androiden erweitern. Beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 70 der künstlichen Wesen aus dem Raumhafen und liefern Sie es ab. Gerne. Leider kann ich sie nicht bauen. Was mich dazu bringt? Wie viele? Muss man das Ruder immer fest in der Hand haben. Ebenso wie im Geschäft. Ja. Willst du in meinem Hafen nicht ein paar Aufträge annehmen? Weiß ich nicht. Gut bezahlt. Ach wie? Ich wollte gerade sagen, ich brauche erstmal noch ein paar Investoren, damit ich ein paar Androiden bauen kann. Das ist jetzt suboptimal. Suboptimal deswegen, weil ich muss dafür noch ein paar Leute aufsteigen lassen. Transferroute ineffizient. Und schon haben wir wieder das nächste Problem. Fehlende Waren. Fehlende Waren ist immer gut. Ah, guten Tag. Was? So, und ich kriege genau ein einziges Haus befördert. Neue Erfolgsebene erreicht. Ja. So, Leute, ich mach was anderes. Also ganz ehrlich, diese ganz kleine Stückarbeit, die ist ja ganz niedlich und nett, aber wir machen das jetzt doch ein bisschen beförderungsmäßig ein bisschen mehr. Ja, möchten Sie etwas? Oh, ich muss erstmal noch ein paar Arbeiter befördern, wie ich sehe. Wenn ich die Arbeiter befördert habe, dann geht's weiter. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das mache. Jungs, willkommen im Club der Manager. Ach nein, das waren ja erst, was war es eigentlich? Administratoren, Entschuldigung. Willkommen im Club der Administratoren, denn jetzt kann ich dann gleich sehen, dass wir ein Bahnhofsproblem kriegen. Oh nein, nein, nicht ein Bahnhofsproblem. Ich krieg doch einen Bahnhof nicht mehr hin. Egal, gut. Steigt mal auf. So, und dann steigen wir hier. So, dann haben wir ein paar Manager noch hochgepackt. Ungewöhnlich lange Spielzeit registriert. Ja. Pause empfohlen. Keine Sorge, mir geht's noch gut. Ich frage mich immer, wie schnell hier die Zeit verfliegt. Also, wenn ich hier spiele, dann sagt der Herr einem nach 2 Stunden, Achtung, spielen Sie oder machen Sie eine Pause oder so. Und mir kommt es gar nicht so lang vor. Muss ich jetzt mal sagen. Also, ich habe immer den Eindruck, ich habe gerade erst angefangen. Aber nein, in der Regel hat man da schon relativ lange gespielt, wenn er dann meckert. Trotzdem, blöd ist, dass das hier so hochgezogen werden muss. Aber noch ist das nicht so ein großes Problem. Das reicht nämlich. Das. Wasser. Wasser ist ein Problem. Die trinken mir hier wieder mal zu viel. Gut, wenn die trinken. Dann bin ich jetzt mal ganz frech und packe die Wasseraufbereitung nach hier unten. Und mache, weil wir ja gesehen haben, dass wir die immer mal wieder brauchen, die auch gleich als Upgrade. Und dann stelle ich fest, die meckern wegen dem Bahnhof. -2. Ja, na dann mache ich das, was ich schon angekündigt habe. Willkommen, die Bahnhofsecke. Wir bauen das jetzt hier um.
Angekündigt hatte ich das ja nur indirekt. Ich habe das ja mal irgendwann in einer Aufnahme gesagt, dass ich gesagt habe, da würde doch eigentlich ein schöner Bahnhof passen. Und ganz ehrlich, ich mache das jetzt. Jetzt kommt hier der riesige Bahnhof rein. Nee, wo ist er denn?